Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder Montag und damit Zeit für ein neues Marktupdate. Und heute schauen wir uns an, wo steht aktuell der Kryptomarkt? Warum sehen wir dauerhaft grüne Kurse? Erwarte ich wirklich einen Crash? Und welcher Bereich des Kryptomarktes wird meiner Meinung nach im nächsten Bullenmarkt und in der Zukunft am besten performen? Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Eine Woche ist es her, dass das letzte Marktupdate da war und ich habe ja damals schon mal gesagt, dass ich hier eine feste Schedule auf meinem Kanal plane und da habe ich mir schon vorgenommen, gut, montags ist immer Zeit für ein Marktupdate und samstags wird auf jeden Fall so ein Uncut-Talk-Video kommen, was auch sehr, sehr gut bei euch ankommt. Ich verlinke auch mal gern oben in der Infobox die gesamte Playlist mit den ganzen Uncut-Talk-Videos. Das sind einfach Videos, die ich mit meinem iPhone aufnehme und einfach mal in die Kamera reinrede und sage, hey, das ist wirklich meine Meinung zu einem gewissen Thema. Also checkt es auf jeden Fall mal aus. Zudem auch an der Stelle nochmal den Hinweis auf die Kanalmitgliedschaft. Einige Leute haben diese Kanalmitgliedschaft schon aktiviert und profitieren bereits von den zusätzlichen Buy- und Sell-Alerts, die ich dort hineinschreibe. Ja, unter anderem bei einigen Projekten auch schon 100% plus gemacht. Also unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und die unterschiedlichen Vorteile der Kanalmitgliedschaft euch anschauen. Das so viel erstmal zu den organisatorischen Updates dieses Kanals. Heute soll es aber wieder um den Markt gehen. Da habe ich an der Stelle jetzt mal hier CoinMarketCap auf. Ich habe es im letzten Marktupdate schon gesagt, dass ich eigentlich lieber CoinGecko benutze, weil ich bei CoinGecko es einfach besser finde, dass da nicht jeder Meme und Shitcoin gelistet wird, sondern dass wirklich ausgewählte Coins sind, die da gelistet sind. Allerdings gibt es auch einige Vorteile bei CoinMarketCap, weshalb ich das beides so ein bisschen dual verwende. Ja, das Coole halt bei CoinMarketCap ist, dass man hier bis auf 90 Tage ja alles direkt mal auf der Startseite sehen kann und auch allgemein bei den unterschiedlichen Kategorien und gerade um das Potenzial von diversen Coins einzuschätzen und auch das, was jetzt in der letzten Zeit bei einigen Projekten abgegangen ist, mag ich hier CoinMarketCap umso mehr, ja, und wir sehen halt hier, es ist alles nicht zu stoppen. Es wirkt wirklich so, als ob wir in einem Bullenmarkt sind. Das Ganze ist wirklich nur ein Vorgeschmack, Leute, ja. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt hier irgendwie eine Bulltrap haben und gerade der Markt künstlich gepumpt wird, um dann wieder Retailer aus dem Markt zu spülen. Dafür ist die Zeit noch viel zu jung und dafür sind zu wenig Menschen in diesem Markt, um wirklich als Market Maker solche entscheidenden Moves machen zu können. Zudem möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz besonders betonen, dass ich der persönlichen Meinung bin, dass wir nicht mehr auf einen Bitcoin-Kurs von 12.000, 15.000 oder unter 20.000 Dollar fallen. Ich habe einige Kommentare unter meine Videos bekommen, wo gesagt worden ist, ja, die Leute werden gucken, wenn Bitcoin wieder auf 12.000 Dollar fällt. Ich bin der persönlichen Meinung, dass man langsam sich mal wirklich von dem Gedanken verabschieden sollte, dass das nochmal passiert. Es ist genau das gleiche, wie als Bitcoin 67.000 Dollar durchbrochen hat und dann die Korrektur da war, die vermeintliche Korrektur beim letzten Bullrun und dann jeder gesagt hat, Bitcoin geht noch auf 80.000, Bitcoin geht noch auf 100.000 und das zu 100%. Da liegen so viele Order, die werden da oben abgeholt und da muss es auf jeden Fall hingehen. Ja, was ist passiert? Bitcoin ist runtergekracht und wir waren jetzt 2 Jahre lang in einem heftigen Bärenmarkt und jetzt mittlerweile sind wir an diesem Punkt, wo wir wieder steigende Kurse sehen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt dieses Jahr noch ein All-Time-High sehen werden. Hatten wir auch schon damals in ein paar Marktupdates drüber gesprochen, dass einige davon ausgehen, dass wir halt noch dieses Jahr ein All-Time-High sehen. Gehe ich nicht davon aus. Eventuell vor dem nächsten Halving, gerade auch durch den ganzen ETF-Hype. Aber who knows? Who knows, was wirklich passiert? Fakt ist aber, der Markt ist in einem Aufwärtstrend und wir sehen hier wirklich wieder positive Kurse. Und wer hier der Meinung ist, dass das Ganze irgendwie fake ist und dass das Ganze nicht richtig stimmt, der hat meiner Meinung nach nicht so ganz seine Hausaufgaben gemacht und lebt halt immer noch in dieser negativen
Bear Bubble, wo man sagt, Bitcoin kracht nochmal runter und da werden wir nochmal hinkommen und da werde ich nochmal all in gehen. Die Menschen werden lange Zeit darauf warten, dass das passieren wird. Und wir sehen es halt nicht nur beim Bitcoin, sondern auch bei ganz, ganz vielen Altcoins. Ja, hier AVAX zum Beispiel, ja, 147% in 60 Tagen. Ein Grund dafür, dass AVAX auch so pumpt, ist unter anderem auch ein Bereich, über den wir gleich sprechen werden, der meiner Meinung nach das meiste Potenzial im nächsten Bullmarkt und auch allgemein in der Zukunft hat. Diejenigen, die meine Videos schon länger schauen, ihr wisst ganz genau, welcher Markt gemeint ist. Aber da sprechen wir gleich nochmal ganz gezielt drüber. Wenn wir hier jetzt mal auf CoinGecko rüber switchen und hier ist eine Sache, die ich bei CoinGecko mehr mag und uns mal anschauen, wie hat sich denn die Market Cap überhaupt verhalten? Und da schauen wir uns jetzt mal hier an der Stelle einfach nur mal dieses Jahr an. Wir sind hier nämlich Anfang des Jahres bei 831 Milliarden US-Dollar gestartet und befinden uns jetzt aktuell bei 1,5 Milliarden. Auch wenn dieses Jahr wirklich sehr, sehr turbulent war und wir viele, viele Crashes erlebt haben und immer wieder Leute gesagt haben, der Kryptomarkt kracht zusammen, irgendwelche Makroereignisse, die passiert sind, die den Kryptomarkt vermeintlich negativ beeinflusst haben und am Ende eigentlich nicht unfassbar viel passiert ist, dann sieht man einfach, dass sich Krypto vollkommen unabhängig vom Rest der Welt und von dem Rest der Finanzmärkte halt bewegt. Und das habe ich auch schon einige Male gesagt, dass halt sehr, sehr viele Leute vielleicht Krypto als den Ausweg sehen und deswegen Krypto steigt, wenn die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht. Wir wissen es alle nicht, weil wir noch nie eine Wirtschaftskrise hatten, als Krypto wirklich in der Form, wie es heutzutage da ist und auch allgemein überhaupt da war. Ja, und deswegen werden wir es jetzt das allererste Mal auch erleben, wie sich Krypto dort verhält. Und in einigen Jahren wird es sich wahrscheinlich auch wieder anders verhalten, wenn sich das Ganze eben etabliert hat und diese Riesenchance gar nicht mehr so da ist. Aber wir sehen es halt auch anhand der Marktkapitalisierung. Diese steigt stetig und ist ebenfalls aktuell in einem Aufwärtstrend und es kommt mehr Geld in den Markt. Zudem wird jetzt Anfang des nächsten Jahres das Ganze mit den Spot-Bitcoin-ETFs kommen. Und zusätzlich gibt es ja auch noch die Spot-Ethereum-ETFs, wo BlackRock einerseits eine Genehmigung beantragt hat und jetzt auch noch Fidelity als zusätzlicher Vermögensverwalter. Also es wird zukünftig super viel Geld in den Markt hineinfließen, wo wir hier wirklich massive Spikes sehen werden. Also da werden wir dann solche, wenn ich jetzt das Ganze mal hier auf die gesamte Historie rüberziehe, da werden wir hier solche Spikes innerhalb von einigen Tagen und Wochen sehen und nicht halt innerhalb von wenigen Monaten. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, das war jetzt auch wenige Monate, aber mal in wenigen Tagen. Da werden solche Spikes geschehen, solche Anstiege. Also, dass wir im nächsten Bullrun mal 10 Billionen Dollar als Marktkapitalisierung haben, das sehe ich persönlich als mehr als realistisch an. Wie ich auch im letzten Marktupdate davon gesprochen habe und auch in dem Video, warum die 50x bis 100x Gewinne garantiert kommen werden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Ich verlinke es auch mal oben in der Infobox. Gucken wir uns hier natürlich as always mal den Fear and Greed Index an, um auch einzuschätzen können, gut, wie ist denn aktuell so die Stimmung am Markt? Kommt das dumme Geld langsam in den Markt hinein oder bewegt sich das Ganze noch relativ stabil? Und ja, wir befinden uns hier immer noch in einer stabilen Lage. Über die letzten Wochen hatten wir hier einen Fear and Greed Index, der sich immer um die 70 herum bewegt hat. Also wir sind noch weit von den Momenten entfernt, wo wir wirklich von einer Altcoin-Season sprechen können, auch wenn der Markt aktuell super krass pumpt und die Chance auf noch die ganz, ganz großen Gewinne definitiv noch da ist. Weil das Ganze ist hier halt gerade noch im Anfangsbereich der Gier. Interessant wird es dann wirklich, wenn dieser Fear and Greed Index hier auf 90 plus hochschießen wird. Dann muss man natürlich auch nochmal anders handeln. Aktuell kann man sich aber zurücklehnen, seine Profits auf jeden Fall genießen, die man aus dem Bärenmarkt mitgenommen hat und sich vor allem vorbereiten auf die kleineren Crashs, die natürlich jetzt in nächster Zeit auch irgendwann mal kommen werden. Das natürlich absolut ungesund ist, wenn ein Markt so steigt. Es müssen Korrekturen da sein, damit ein Markt weiterhin steigen
kann. Es geht nicht straight nach oben. Es kann eine gewisse Zeit sehr, sehr straight nach oben gehen, aber irgendwann kommt mal wieder ein Crash, um das Ganze natürlich auch wieder rauszunehmen und dann weiter steigen zu können. Und der wird passieren und auf den warte ich persönlich ja, um wirklich massiv wieder in den Markt hineinzugehen. Ja, ich habe ja die Strategie, was die CA angeht, nicht monatlich, täglich, wöchentlich, stündlich in den Markt hineinzugehen, sondern auf Tage zu warten, wo wir wirklich einen heftigen Crash bei diversen Projekten sehen und dann in diese Projekte zu investieren. Gucken wir uns hier einmal auf CoinGlass die Daten dazu an. Ist seit dem letzten Marktupdate auch hier nicht unbedingt viel passiert, denn wir haben 1% im November zugelegt und auch hier im vierten Quartal insgesamt sind wir jetzt natürlich ebenfalls positiver. Allerdings hat sich jetzt nicht sehr viel passiert und an meiner Meinung seit dem letzten Marktupdate hat sich auch nicht unbedingt viel verändert, dass wir jetzt den Rest des Jahres eher positivere Werte sehen werden, als jetzt ich davon ausgehe, dass wir jetzt hier den übelsten Crash am Kryptomarkt erleben, weil die Euphorie ist aktuell hoch und es sind noch nicht mal so viele Marktteilnehmer da, um wirklich sehr, sehr viele Leute dazu zu bringen, ihre ganzen Gelder da rein zu investieren, das dumme Geld zu investieren und dann diese Gewinne natürlich wegzunehmen. Weil so funktioniert die Börse. Das, was man selbst gewinnt, verliert irgendjemand anderes. Das, was man verliert, gewinnt irgendwo jemand anderes. So ist es leider. Ja, kann man nicht ändern. So funktioniert die Börse. Und da sind wir meiner Meinung nach noch sehr weit von entfernt, dass halt diese Menschen im Markt drin sind, wo die Market Maker und Big Player halt das Interesse haben, denen das Geld quasi aus der Tasche zu ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Bereich im Crypto-Space, der aktuell aber wirklich am besten performt, ist Gaming. Wir sehen hier nämlich in den letzten 90 Tagen haben wir hier bei fast allen Gaming-Projekten super krasse Profite mitnehmen können. So, und ich habe es auch schon die letzten Monate und fast seit Anfang an meines Kanals gesagt, dass ich in diesem Bereich das mit Abstand meiste Potenzial sehe für die Zukunft, weil durch Gaming einfach sehr, sehr viele Leute in den Markt hineinkommen werden. Und ich habe letztens erst ein Video hochgeladen zu Shrapnel und warum ich der Meinung bin, dass das nächste Call of Duty sein kann und zudem ein super, super krasses Gaming-Projekt. Und seitdem ist hier auch einiges passiert. Wir sehen hier, er steht aktuell auf 21 Cent. Zum Zeitpunkt des Videos waren wir da knapp bei 10 Cent. Das heißt auch Congratulations an jeden Einzelnen, der diesen Tipp mitgenommen hat. Diesen Tipp hatte ich auch all den Kanalmitgliedern gegeben, die mindestens den Gem Hunter Status haben und dadurch konnten sie sich sogar noch viel früher platzieren. Also da auf jeden Fall Happy Profits an der Stelle. Falls du das Video zu Shrapnel noch nicht gesehen hast, check es auf jeden Fall ab. Sehr, sehr krasses Projekt. Dass wir hier Marktkapitalisierung erreichen in Zukunft von 100 Milliarden aufwärts, sehe ich persönlich als sehr, sehr realistisch an. Und auch die ganzen Top-Projekte hier im Gaming-Space, sei es Sandbox, Axie, Gala, die sind noch so weit entfernt von ihren damaligen All-Time-Highs, weshalb hier in diesem Bereich unfassbar hohes Potenzial in meinen Augen drinsteckt. Ich habe jetzt auch eine Entscheidung getroffen und zwar bin ich Neo Tokyo gejoint. Das ist die Community von Alex Becker. Diejenigen, die sich mit Crypto Gaming auseinandersetzen, werden ihn sicherlich kennen, macht ebenfalls YouTube-Videos und ich habe Neo Tokyo schon sehr, sehr lange beobachtet. Ja, und ich habe auch die Chance verpasst, wirklich zum absoluten Mindestfloor damals einzukaufen. Das waren, glaube ich, 0,5 Ethereum, die damals ein S2 Citizen gekostet hat und ich habe es danach immer wieder beobachtet. Letztens war dann bei 1,7 Ethereum, habe ich mir gedacht, soll ich jetzt reingehen? Und jetzt schoss er hoch auf 2,2 Ethereum und dann habe ich halt dieses Design gesehen und habe gesehen, okay. Und dann habe ich gesagt, der gefällt mir auch rein von der Optik her. Da gehe ich jetzt rein, 2,2 Ethereum dafür bezahlt. Und jetzt ist der Floor alleine auch schon wieder auf 2,48 Ethereum angestiegen. Das heißt, auch hier schon ein Profit gemacht auf dieses NFT. Allerdings ist dieses NFT für mich die Eintrittskarte in Neo Tokyo und das ist etwas, was ich nicht verkaufen werde, weil Kontakte einfach super, super wertvoll sind. Und hier bei Neo Tokyo sind sehr, sehr viele Founder, sehr, sehr viele Teams, sehr, sehr viele Games überhaupt erstmal in diesem Netzwerk drin. Und da erhoffe ich mir natürlich, dass ich hier für uns als Community auch die besten Informationen rausbekomme, mit Projekten und Foundern auch in Kontakt komme, wodurch wir dann zusätzlich natürlich von den geilsten Projekten zukünftig profitieren können. Das ist mein Ziel hier auf YouTube, jedem Einzelnen da draußen zu helfen, das Maximum aus seinem Portfolio
Portfolio rauszuholen, weshalb ich mich auch hauptsächlich auf kleinere Projekte fokussiere. Und hier in diesem Space steckt unfassbar viel Potenzial, was man nicht unterschätzen sollte. Schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung zur aktuellen Marktlage. Seid ihr bullish? Seid ihr mittlerweile eher bearish? Was erwartet ihr jetzt von dieser Woche und vor allem vom Rest des Jahres? Bin auf jeden Fall gespannt und vor allem lasst mich mal wissen, was eurer Meinung nach der Bereich sein wird, der in Zukunft das meiste Potenzial im Crypto-Space hat. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lasst gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du noch kein Kanalmitglied bist, findest du unter diesem Video ebenfalls einen Link mit allen Informationen zu den unterschiedlichen Tierleveln. Wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos anzuschauen, kannst du dir einmal hier das Video zu Shrapnel anschauen und einmal hier die Playlist mit den ganzen Uncut-Talks, wo ich einfach unzensiert in die Kamera reinrede. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace. Ciao, ciao.